Bonfire. So, da sind wir auch wieder. Hier in der Kathedrale in einer neuen Folge Resident Evil 6. Und wir haben jetzt hier einen Hebel vor uns. Ich schätze mal, irgendwie wird das ein Rätsel sein, weil sie auch einen Hebel hat. Und wir gucken einfach mal, was passiert. Sag ich doch. LOL! Das Ding schießt auf mich! Helena, die Statuen haben einen Schalter zum Deaktivieren. LOL. Oh Mann. Das sieht gar nicht lustig aus hier. Jetzt reicht es aber mal langsam. Okay. Du sagst es, Leon, du sagst für diesen Mist. Ja, du wolltest unbedingt zur Kathedrale, nicht ich. Ich wäre auch zum Secret Service gegangen. Aha, jetzt deaktiviert sie. Das ist ja wie Hau den Lukas. Das kann mich nicht aufhalten. Los, weiter! Sie ran. Ah. Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Boah, voll in die Fresse. Bist du gleich tot. Super. Wegen so einem Schnodder. Ich wollte doch so geil beiseite springen, Alter, wie bei Witcher oder so. Fuck. Jetzt reicht es aber mal langsam. Wir haben keine Zeit für diesen Mist. Ja, wie gesagt, du wolltest in die Kathedrale, nicht ich. Oder ist die Statue? Nicht mit mir, Bitch. So, die nächste kam jetzt hier. Da. Ja, komm raus. Das kann mich nicht aufhalten. Alter Leon, jetzt drück los, weiter. Darauf. Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Ich hoffe, hier muss nicht aus jeder Tür so eine scheiß Statue raus. Alter. Na, Helena, schaffst du's? Oh, fuck it. Anscheinend war da gleich neben mir auch noch eine. So, jetzt ist aber gut hier. Die steht ja immer noch da. Okay, los jetzt. Liegt da. Ah, okay. Aha. Kann ich auch noch da rein, wo sie war? Weil da liegen noch Kisten. Oder sind die nur für den Helena-Spieler, wenn der nicht vom Computer gespielt wird? Ja. Jetzt?
uns das verpasst? Oh Gott! Das soll einer finden. Ich höre ihn doch schon. Schön liegen bleiben. Natürlich, und sie hat nichts da drüben. Aha. Noch eine Statue. Okay. Da ist noch eine Waffe und ein Schlüssel. Oh, ein Scharfschützengewehr. Natürlich gleich mit Munition. Das verheißt mir doch nichts Gutes, wenn ich Munition habe für ein Scharfschützengewehr, was ich gerade finde. Läuten fünf Glocken laut und klar. Der wahre Weg wird offenbar. Es geht doch nichts über jahrhundertealte Rätsel. Ich muss das rauskriegen. Läuten Sie fünf Glocken. Jo. Ich muss rauskriegen, wie das Rätsel geht. Läuten Sie fünf Glocken. Ja. Super schweres Rätsel gewesen. Und wusch, es ist auf. Gott. Und damit kann ich jetzt zurück, ja? Ach, eine Abkürzung gibt's auch noch. Das ist nur ein Alternativweg. Los. Aha. Dann packen wir die Figuren frei zu schreiben. Ach, jetzt bin ich noch höher. Roger. Na komm. Stell du mal da was rauf. Ah, ja. Das ist ein Mama-Zombie. Der macht kleine Zombies. Wo zur Hölle kommt das denn hin? Achten Sie auf sein Gas. Ja. Ich komme. Das Gas hat mich jetzt umgehauen. Nix da, Mama-Zombie. Kommst du mal wieder runter?
Einfach abstalten. Standhalten. Gut. Haben wir den Gewehr auch so? Schaltsperre. Die Zombies mit Knarren. Das ist unfair. Oh Gott. Alter, wo kommt das Vieh jetzt her? Ja, es riecht seine Eier in mir ab. Wir müssen etwas tun. Es sterben Leute. Ja, ich sterb auch. Alter! Wieso konnte ich denn das erste Hilfespray nicht nehmen? Ja, er hat mich gefressen, schön. Oh Mann! Wo zur Hölle kam das denn her? Auf dein Gas. Burn, baby, burn. Ja, jetzt pupst er da oben. Super. Wir kümmern uns darum. So, die sind weg. Ja. Komm her, du Scheißvieh. Das schluckt aber auch. Wie dreckig ist. Shit. Oh, ich hab... Wieso lieg ich?
Wieso steht das Vieh denn immer wieder auf? Das ist nicht lustig. Nein, Mann! Alter, was für Knöpfe man hier drücken muss? Ja, gleich wieder halb tot hier. Komm schon, Helena. So, mehr Zombies dürfte es ja nicht großartig geben. Wie geht's denn da lang? Alter, ich glaube, ich war jetzt auch teilweise ein bisschen ruhig. Uah, das ist ein Mama-Zombie. Laborschlüsselkarte, was ist da unten? Ja, ganze Kirche ist down. Super. Aber immerhin kommen wir hier runter. Mit kaum Munition. Von okay. Sumpfi schon die Tür bewacht. Wer weiß, was da drin ist. Auf jeden Fall muss das was Wichtiges sein. Oh. Okay. Bin gespannt, was sie mir hier zu zeigen hat. Zombies werden von Geräuschen angezogen. Okay, speichern. Wenn ich glauben könnte, dass Gott bei uns ist. Aber ich fürchte, wir sind allein. Alter, was ist das? Ich muss jetzt rausfinden, welche Zahlen passen, ja? Oder was? Und die Tür ist dann die richtige. Ach du Scheiße. Also die Tür ist hundertprozentig falsch. Okay.
Ah, da ist ein Schreihals drin. Ja, gut. Ach so. Diese Konsole und die Ziffern auf den Türen hängen wohl zusammen. Ach, er. Ach so. Ich hab's. Ja, das war richtig. Lassen wir die Zombies mal hier drinnen verrotten, oder? Unsere Munition ja nicht gerade gut gefüllt ist. Gehen wir weiter. Oh, hier ist noch so ein Mama-Zombie. Das heißt, es gibt mehrere davon. Okay, ist ein normaler. Schreihals. Oh. Okay, der Schreihals ist in der 1 und die darf ich dann nicht nehmen. Tolles Sicherheitssystem. Man muss nur die Ziffern auf den Türen eingeben. Ja klar, wenn man die Ziffern weiß. Ja, was hat denn der jetzt geöffnet? Ach, dazwischen ein Raum. Das heißt, wenn der Raum jetzt aufgeht, geht der andere Raum auch auf. Das heißt, die zweite. Kann ich das denn auch wieder schließen? Scheint ja. Gut. Eins. Zwei. Null, das ist wahrscheinlich die hier vorne. Oh nein! Super viel. Puh, fuck, fuck, fuck. Hier drin gibt's auch nichts. Ah, der hat so rot geleuchtet. Dann sind die rot leuchtenden die, die zu so einem Superviechern werden. Nehmen wir jetzt mal 0, 2, 1. Geklappt! Offen. Gehen wir. Ihr Lodger bleibt schön da drin. Ich marschiere hier jetzt schön in Ruhe weiter. Oh. Okay. Bin's immer noch gewöhnt, mit Leertaste Türen zu öffnen. Moment, den Ort kenne ich. Der Abra muss in der Nähe sein.
Wer? Wer ist Deborah? Oder Deborah? Aua, jetzt haben wir meine eigene Flasche wehgetan. Aua. So, weiter geht's. Durch die Tür. Bitte sei okay. Ja, du Lutsche! Wer ist Deborah? Warum soll sie okay sein? Gott sei Dank. Jetzt erklär mir doch mal. Ja, pass auf, bei mir steht er auf. Hier ist sie auch nicht. Nach wem suchen wir? Alter. Deborah, gib mir ein Zeichen, wenn du hier bist. Erklärung bitte. Zombie. Aber das war mein Spiegelbild. Und ein echter Zombie. Ach so, sie lässt sich vorbeilaufen. Ja, mir hast du es. Friss mein Fuß. Rotes Kraut. Ah, okay, wir können mehr als 6 auch haben. Gut zu wissen. So, wer ist Deborah? Wir gehen nicht weiter, bevor du es mir erklärst. Erklär mir, wer Deborah ist. Los. Erklärst du mir? Komm schon, erklär mir. Wer ist Deborah? Sag es. Sag es. Naja, meine lieben Freunde, wer Deborah ist, das erfahren wir hoffentlich in der nächsten Folge. Ja, die Folge ist jetzt 2-3 Minuten kürzer. Aber ich dachte mir, weil jetzt hier die Tür gerade so passig ist, ja, danach kommen wir wieder in Zombie-Getümmel und dann die nächste Cutscene und noch mehr Zombies und können die Folge nicht beenden. Die wird dann mega lang oder halt, ich muss da irgendwo zwischendrin cutten. Und diese Tür hier eignet sich gerade ganz gut dafür. Naja. Dann hoffe ich mal, wir erfahren, wer Deborah ist. Ist das ihre Freundin oder wurde die gefangen genommen als Geisel, damit sie irgendwie hilft, das Virus auszubreiten oder... Naja, da können wir, glaube ich, rätseln ohne Ende. Vielleicht wisst ihr es auch schon, weil ihr das Spiel kennt. Ich kenne es ja eigentlich auch, aber 3 Jahre oder 2 Jahre, da kann man schon so einiges vergessen. Ja, ich weiß, dass es in den anderen beiden Storylines noch andere Zombies gibt, die wir mit Leon nicht sehen werden. Diese J-Jabos oder so. Das weiß ich noch. Und ja, das war es eigentlich auch zum größten Teil. Ich weiß, dass in der einen Kampagne verfolgt uns so ein riesiges Scheißvieh. Aber so. Ich glaube, der Wissenschaftler, den wir davon, oder den Sicherheitsdienst, der hängt auch noch irgendwie damit drin, aber ich weiß nicht. Er sieht natürlich auch schon so mysteriös aus in der Folge hier vor dieser Folge. Naja, bevor ich jetzt hier über den Endscreen ausquatsche, hoffe ich, ihr seid dann beim nächsten Mal dabei, wenn wir durch diese rostige alte Tür gehen. Bis dahin, haut rein. Resident Evil 6.